gute Nachrichten. Wir haben sie gefunden. Ich wusste, dass ihr sie finden würdet. Wo ist sie? Sie sitzt da oben. Ah, ihr müsst sie da runterholen. Pizza bekommt ihr nicht. Hallo, Chicaletta. Ich werde dir beim Hinunterklettern helfen. Nicht so schnell, bitte. Chicaletta, komm zurück! Nichts passiert. Folgen Sie dem Huhn! Also gut. Sie muss hier irgendwo sein. Da ist sie. Nein, da drüben. Oder da. Komm her, kleine Chicaletta. Oh, nein. Tja, er ist ein Vogelflüsterer. Hergehört, Hühnchen. Wer von euch in einer Handtasche wohnt, soll bitte vortreten. Chicaletta! Oh weh, das sind ja hunderte weißer Hühner. Aber Chicaletta trägt ein kleines Fußkettchen. Oh nein, nicht das Gatter öffnen! Oh nein, sie laufen davon! Das Fußkettchen, das ist Chicaletta! Verfolgt die Kuh! Chase, bitte fang die Hühner ein und ich kümmere mich um Bettina und Chicaletta. Verstanden, Ryder. Ich hab eins. Und du hast mich. Ich bin gleich da, Hühnchen. Perfekt, Zuma. Danke, danke, vielen Dank. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wird die Paw Patrol gebraucht? Geben Sie laut! Es tut mir leid, dass wir Ihre Sendung ruiniert haben. Ruiniert? Das war wirklich toll. Action, Komödie und Dramatik. Ich finde, man sollte viel öfter Hühner retten. Nicht, wenn es nach meiner Nase geht. Megafon! Bitte machen Sie Platz. Wir brauchen eine freie Fläche für die Landung der Wanne. Leiter hoch. Katzi? Henrietta, ich werde euch retten. Ich bringe euch sicher runter. Hallo, Henrietta, aufwachen. Ich bringe euch jetzt runter. Katzi, hör auf. Ich sehe nichts mehr. Oh, nein! Echt cool. Alle Leute hierher. Nein, dorthin. Nein, Moment mal! Kommt da weg, da wart ihr doch schon! Keine Angst, Marshall, ich komm zu dir! Kati, wie steuert man dieses verrückte Ding? Das weiß ich nicht! Ich wasche eigentlich nur Tiere in der Badewanne! Henrietta, kannst du mir vielleicht helfen? Dann muss ich das irgendwie ohne Hilfe schaffen! Eine riesengroße Rocky-Schnauze. Wow, ein riesengroßes Sky-Auge. Wow, ein riesengroßer Zuma-Mund. Das gibt's doch nicht, das bin ja ich in riesengroß. Was ein Glück, dir ist nichts passiert. Der Abenteuerbuchtag ist gerettet. Hallo? Er ist noch nicht ganz gerettet. Wir hängen fest. Sie lasst den Quatsch. Ryder, irgendjemand muss die beiden retten. Wir brauchen Sky.
So, die Fahrpatrone ist fest. Du kannst jetzt losfliegen. Wir sehen uns auf der Parade. Sky? Ja, Ryder, ich höre dich. Rocky und ich haben es geschafft. Ich kann was an den Himmel malen. Tut mir leid, Sky. Aber das muss warten. Ich brauche dich. Du musst Katzi und Marshall aus der fliegenden Wanne retten, bevor sie runterfällt. Beeil dich. Alles klar, ich heb jetzt ab. Sky! Marshall! Puh, bin ich froh, dich zu sehen. Ruff. Halt dich fest. Mach ich. Ohne Pfoten. Oh. Ja, ihr seid wieder unten, genau auf meiner Fläche gelandet. Woo. Woo. Ja, endlich wieder auf der Erde. Katzi, ich bin so froh, du bist gerettet. Aber die Wanne fliegt immer noch da oben rum. Chase, bring die Luftballons mit deiner Tennisballkanone zum Platzen. Woo. Tennisballkanone. Sie kommt runter. Wuff, wuff. Achtung! Moment! Aufgepasst! Oh nein! Vorsicht! Ja! Geschafft! Chase hat den Fall gelöst. Vielen, vielen Dank, Ryder. Und den Helfern auf vier Pfoten. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich glaube, wir können endlich mit der Abenteuerbuchtparade beginnen. Ja! Ja! Sky, du bist dran. Ja, ich bin der Flug. Ja! 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 Marshall, alles in Ordnung. Ich fange es ein. Nett. Das ging etwas daneben. Tut mir leid, Ryder. Es ist uns entwischt. Ich glaube, wir haben es geweckt. Nicht so schlimm, Fellfreunde. Wir finden es schon. Zumindest kann man die Glocke jetzt läuten. Großartig. Ich liebe meine Glockenfernbedienungs-App. Ach, was bin ich froh. Chicaletta ist wach und kann endlich frühstücken. Und wie finden wir jetzt das Fledermausjunge? Gute Frage, Chase. Oh. Hallo, Katie. Ryder, wir können nicht mehr Fußball spielen. Das Fledermausjunge schläft jetzt im Tor. Wir sind schon unterwegs. Hallo, Ryder. Sky, such bitte die Fledermaushöhle, damit wir das Kleine nach Hause bringen können. Verstanden, Ryder. Ich heb gleich ab. Ich sehe eine Höhle. Nachtsichtbrille. Fledermäuse, das muss sein Zuhause sein. Ich wusste, du würdest sie finden, Sky. Jetzt müssen wir das Junge nur noch in die Box kriegen. Oh nein, es wacht auf. Moment. Schlaf, Fledermäuschen. Wuff, 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 wuff. Es hat funktioniert. Gut gemacht, Chase. Jetzt aber los, die Leitermarsche. Vorsichtig, langsam. Ich hab es. Gut gemacht, Marsche. Ach, hier kommen wir nicht weiter und die Fledermaushöhle ist dort oben. Sky, kannst du die Box zur Höhle raufziehen? Wir treffen uns dann oben. Problem, Ryder. Los, Chase, auf geht's. Sky! Hab sie! Du bist zu Hause, kleiner Freund.
Komm raus, kleine Fledermaus. Hier wohnst du doch, oder? Ein Adler! Nistet er nicht dort oben? Ja, er lebt dort auf dem Felsvorsprung. Deshalb fliegt das Kleine nicht zurück in die Höhle. Es hat Angst vor dem Adler. Arme Fledermaus. Wir müssen einen anderen Zugang zu der Höhle finden. Sky? Ich heb ab! Ryder, ich habe eine Öffnung in der Felswand gefunden. Wir sind schon unterwegs. Ich hoffe, dieser Eingang führt wirklich zur Fledermaushöhle. Passt auf, dass ihr nicht stolpert. Also ich sehe nichts außer vielen Augenpaaren. Irgendwie gruselig. Chase, dezentes Licht. Boah, sind das viele Fledermäuse. Da wären wir, kleiner Freund. Oh, guckt mal, wie sehr sich seine Eltern freuen. Jetzt kann die kleine Fledermaus endlich in Ruhe schlafen. Ich glaube kaum. Da Fledermäuse nachtaktiv sind, gehen sie nachts auf Futtersuche. Sie wachen gerade alle auf, seht ihr? Bereit, Marshall? Ich kann's kaum erwarten. Lauf, Marshall! Das war der letzte Wurf. Danach geht's ab ins Körbchen. Müssen wir das wirklich? Wir können doch morgen weiterspielen. Hey, Fellfreunde, seht nur, da ist unser kleiner Flederfreund. Ryder, dürfen wir heute mit ihm draußen übernachten? Ja, dürfen wir. Weil ihr immer so brav seid. Natürlich dürft ihr. Aber wo ist denn Marshall? Ich komme schon. Ups. Ich schätze, wenn man so müde ist wie die kleine Fledermaus, kann man immer und überall schlafen. Gute Nacht, Fellfreunde. Gute Nacht, Flederfreunde. Hey, Drache, war das alles, was du kannst? Oh, hätte ich bloß nicht gefragt. Flugrucksack! Ich wusste ja gar nicht, dass er so tolle Kunststücke kann. Marshall, ich schicke dir jemanden, der dir hilft. Chase und Sky, ihr versucht, den Drachen abzulenken. Alles klar, das ist ein Fall für Chase. Ja, ich bin der Flughund. Keine Angst, Marshall, dein fliegender Freund ist schon unterwegs. Ja. Tennisballkanone. Wasserdüsen! Huhu! Hab dich, du bist dran! Volle Kraft voraus! Gemacht, Sky. Ryder, ich bin mit Katzi bei der Zentrale angekommen. Wir fliegen jetzt drauf zu Kathi. Sehr gut, Rocky. Chase, Marshall, ihr müsst den Drachen noch eine Weile beschäftigen. Gut, machen wir! So, da sind wir. Und jetzt wächst du Kathi auf. Mein süßes Kätzchen. Ryder, Kathi ist nicht mehr verhext. Sie ist aufgewacht. Gut gemacht, Rocky. Ich war verhext? Und das war noch nicht alles. Wir mussten Kathi reinschmuggeln, weil... Ich weiß schon, weil ein Drache, der gerade Rauch aus der Nase pustet, mit traurigen Augen und Riesenflügeln euch nicht zu mir lassen wollte. Ja, ganz genau. Das klingt nicht gut. Mach dir keine Sorgen, Kathi. Wir holen euch da raus. Nein, Ryder, ich meine, wie der Drache winselt.
Und seine Schnurrhaare sind verdreht. Kein Wunder, dass er so wütend ist. Wenn ich auf seinen Rücken komme, kann ich das wieder in Ordnung bringen. Gut, ich komme und helfe dir. Düsen! Keine Angst, alles in Ordnung. Ich tu dir nicht weh. Na siehst du, so ist es gut. Nimmst du mich mit? So, jetzt zeig mir mal deine Schnurrhaare. Na bitte. Ich übernehme diese Seite. Ganz ruhig, mein Freund. Tada! Juhu! Ja! Wir haben es geschafft! Ja! Danke, Drache. Hilfe holen ist ganz leicht. Einmal brüllen reicht. Aber bitte ohne Rauch und Feuer. Also, ich finde ihn süß. Wie einen lieben großen Dalmatiner. Das stimmt. Und er ist eigentlich gar nicht böse. Und er kann prima grillen. Marshall, wach auf! Du verpasst das Stück! Was? Ich hab verschlafen? Schnell, wir verpassen das Stück! So, lieber Drache, du bist wieder gesund. Du kannst nach Hause fliegen. War ja klar, dass sowas passiert. Abracadabra, dreimal schwarzer Kater, aus den beiden Hälften wird wieder ein Drache. Ja! Tada! Ja, und das ist das Ende. Ich lauf schon mal vor. Ich muss nachsehen, ob Jakes Fuß verletzt ist. Marshall, warte! Von den beiden Gängen musst du den rechten nehmen. Marshall? Sag mal, Chase, du hast doch keine Spinnen in der Höhle gesehen, oder? Nein, eigentlich nicht, jedenfalls keine großen. Kommt jetzt, das ist ein Fall für Chase. Jake? Jake! Keine Sorge, Jake, ich bin gleich bei dir. Jake ist dort unten. Marshall ist den falschen Weg gegangen. Gut, wir teilen uns auf. Rubble, du gehst nach rechts und suchst Jake. Vielleicht kannst du seinen Fuß befreien. Chase, wir machen uns auf die Suche nach Marshall. Ruff, ruff. Rubble, hier unten. Halte durch, Jake. Ich hol dich da raus. Hallo, Spinne. Brave Spinne. Rubble, alles in Ordnung? Ja, hier ist nur eine ziemlich große, unheimliche Spinne. Für Rubble ist sie vielleicht unheimlich, aber für Super Rubble ist sie bloß eine niedliche, kleine Minispinne. Entschuldigung, Spinne. Ja! Ja, das hast du gut gemacht, Rubble. Du meinst Super Rubble. Ich bin nämlich genauso wie Superhund Apollo. Alles klar. Verstehe, Super Rubble. Presslufthammer. Juhu, mein Fuß ist endlich wieder frei. Autsch, er tut aber weh. Wir brauchen Marshall. Marshall, komm schnell! Oh, was war das? Oh, meine Hundemarke. Und wohin jetzt? Jake! Vielleicht bin ich falsch abgebogen. Was ist, wenn ich mich verlaufen habe? Marshall! Oh, Ryder! Du hast doch keine Angst, oder? Nein, ich habe in einer dunklen Höhle keine Angst, wenn ihr dabei seid. Na kommt, Freunde, Jake braucht uns. Die Helfer auf ihr Pfoten! Wir kommen um!
Ah, nichts passiert. Marshall, bitte mach ein Röntgenbild von Jakes Fuß, damit wir wissen, ob er gebrochen ist. Worauf wartest du? Wuff! Röntgenbild! Wuff, wuff! Es ist kein Bruch zu erkennen. Wuff, wuff! Der Fuß ist nur verstaucht, Jake. Dann hatte ich ja Glück. Marshall kann dir den Fuß verbinden. Ja, Verband kommt sofort. Sieht gut aus. Kannst du mit dem Fuß auftreten? Keine Ahnung. Au! Nein, auf keinen Fall. Marshall! Wuff! Krücke! Versuch's mal damit. Ja, vielen Dank, Marshall. Kein Problem. Also dann, Freunde. Bringen wir Jake sicher hier raus. Ich gehe vor. Wir haben es geschafft! Ihr Helfer auf vier Pfoten hat mir wirklich sehr geholfen. Ich danke euch. Wir sind froh, dass wir dir mit deinem Fuß helfen konnten. Hilfe holen ist nämlich ganz leicht, ein Anruf reicht. Tanzifellfreund Boogie! Und Achtung, Schwanzwirbel! Ryder, hier spricht Patty. Hä? Hallo Marshall! Oh, hallo Katie! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Ist Ryder in der Nähe? Es ist ein Notfall. Ryder ist mit den anderen Fellfreunden zum Fallschirmtraining gefahren und ich bewache so lange die Zentrale. Oh, verstehe. Und wann kommen Sie zurück? Das dauert noch, aber keine Sorge. Ich helf dir. Danke, Marshall. Mir sind ein paar Kätzchen ausgerissen. Sie laufen jetzt allein durch Adventure Bay. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Selbst wenn es nur ein Fellfreund ist. Danke, dass du gekommen bist, Marshall. Eines der Kätzchen ist zum Strand runtergelaufen. Fahren wir! Komm her, Meets, 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 Meets! Und was jetzt? Oh, ich bin gleich zurück. Ich habe die perfekte Rettungsausrüstung dabei. Ich werde Rubbles Schaufel benutzen. Schaufel! Hier kommt sie, Katie! Toll! Jetzt fehlen uns nur noch drei. Die anderen müssen hier auch irgendwo sein. Da sitzt noch eine! Ich mach das schon! Nein, ich mach das! Ich hab sie gleich! Nein, ich hab sie gleich! Ich hab sie gleich! Ich hab sie gleich! Ich hab mich! Das kitzelt! Da! Augenblick, ich hab die perfekte Ausrüstung dabei! Nicht, dass du wieder wegläufst, während wir deine Freunde einfangen! Ein klarer Fall für Marshall! Ruff, ruff. Netz! Erwischt! Ups! Entschuldige bitte, Katie. Netz! Ist schon gut, Marshall. Du hast es eingefangen. Hab ich? Ich meine, hab ich. Hier, Meets, 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 Meets. Oh nein, sie treibt aufs offene Meer hinaus. Ich übernehme. Vorsicht, Kätzchen, sonst fällst du ins Wasser. Volle Kraft voraus. Hallo Kätzchen, bereit für eine kleine Bootsfahrt? Propeller! Hab ich dich! Jetzt fehlt nur noch ein Kätzchen. Es ist schon ganz schön weit oben. Dafür brauchen wir meine Leiter. Leiter ausfahren! Ja, Kätzchen, ich bring dich nach unten. Oh, es hat Angst. Wie kriegen wir es denn nur da runter? Die richtige Ausrüstung habe ich jedenfalls dabei. Oh, es sieht so aus, als müsste ich heute doch noch fliegen. Willst du etwa ganz da hochfliegen? Ich schaff das schon. Ruff, ruff,
Flügel. Diese Pfoten haben Flügel. Sei vorsichtig, Marshall. Ich kann fliegen. Ich fliege. Ich fliege. Da bin ich. Letzte Nacht geträumt, dass Katzen sprechen können. Echt schräg. Was ist das denn? Hä? Ist das Marshall? Mit meinen Flügeln? Und mit einem süßen kleinen kuscheligen Kätzchen. Toll. Fang auf, Katie. Ich hab dich. Ryder? Oh. Marshall, du hast es geschafft. Hä? Du hast die Kätzchen gerettet. Und das Kätzchen sagt Dankeschön. Naja, wer mich braucht, macht einfach nur Miau. Du hast die Zentrale während unserer Abwesenheit wirklich super bewacht. Was ist denn nun los? In der ganzen Straße brennt kein Licht mehr. Was ist passiert, Ryder? Es ist doch windig genug für die Windkrafträder. Vielleicht ist ja eins der Räder ausgefallen. Ausgefallen? Wenn die Lichter in der ganzen Straße aus sind, ist wahrscheinlich eins der Windkrafträder ausgefallen. Das ist schrecklich. Ohne Strom funktioniert mein elektrischer Mixer nicht. Und dann haben wir auch keine Musik. Und kein Licht. Und auch keine Überraschungsparty für Chase. Keine Party. Von wegen. Die Party für Chase findet auf jeden Fall statt. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Lasst uns den Strom wieder fließen lassen, Fellfreunde. Ich baue das abgebrochene Rotorblatt ab. Und ich suche etwas, um es zu reparieren. Marshall, ich brauche deine Leiter. Kommt sofort, Leiter! Also los, was brauchen wir für eine Überraschungsparty im Dunkeln? Wir brauchen unbedingt ein paar Spiele. Zeigen wir es Ihnen, Katie. Hallo, runter, Sky. Schattenspiele. Toll. Wir könnten auch Taschenlampen fangen spielen. Ich bin dran. Tick, Sky, du bist dran. Wenn das Windkraftrad repariert ist, geht auch das Licht wieder an. Gut, Rocky, jetzt bist du dran. Verstanden, Ryder. Ich habe genau das Passende dabei. Eine Sonnenliege? Nein. Einen alten Reifen? Nein. Toll. Sumas altes Surfbrett. Nichts verschwenden, wiederverwenden. Das passt perfekt. Mit dem Surfbrett als Ersatzrotorblatt kann das Windkraftrad wieder Strom erzeugen. Und fertig. Ich komme runter. Mit dem Surfbrett-Ersatzrotorblatt kann sich das Windkraftrad wieder drehen. Das müsste funktionieren, Fellfreunde. Der Wind frischt wieder auf. Ja, es dreht sich. Damit sollten wir wieder Strom haben. Juhu! Ja, gefunden! Jetzt bist du dran! Im Dunkeln zu spielen macht echt Spaß! Ja, Licht! Toll! Ryder und die Paw Patrol haben es geschafft, aber wir haben keine Zeit mehr für den Kuchen. Ich habe eine Idee! Ryder und die Paw Patrol haben es repariert! Jetzt kann man die Straße wieder sicher überqueren! Juhu! Danke, Chase! Ich schätze, mein Auftrag ist erledigt. Chase, Planänderung. Du wirst bei Katie gebraucht. Beeil dich. Verstanden, Ryder. Bin unterwegs. Sky, es geht los. Chase ist unterwegs. Und wir auch. Gut, wir sind mit allem fertig. Hallo? Jemand zu Hause? Überraschung! Wow! Herzlichen Glückwunsch, Chase. Wir konnten dir leider keinen Kuchen backen, aber ich hoffe, du magst diesen Hundekuchenkuchen. Toll!
Ihr habt den Strom wieder eingeschaltet und eine Party für mich organisiert. Wenn du Geburtstag hast, gib einfach nur laut. Heute ist zwar Chase Geburtstag, aber ich gratuliere euch allen. Wünsch dir was. Was wären wir ohne euch los? Jetzt ist die Spielenzeit, kein Mann von weit und breit. Pa-pa-pa-pa-pa-Patrol. Pa-pa-pa-pa-pa-Patrol. Pa-pa-pa-pa-Patrol. Herzlichen Glückwunsch, Chase. Das ist der schönste Geburtstag, den ich je hatte. Chase, du bist dran. Ein klarer Fall für Chase. Dann passt mal auf. Netter Schmetterball, Marshall. Oh nein. Tut mir leid, Fellfreunde, ich hol ihn. Hey, Fellfreunde. Eine neue Folge von Apollo, der Superfellfreund, geht gleich los. Es ist wieder Zeit für Apollo, der Superfellfreund. Ich hab den Ball, Freunde. Freunde? Unglaublich, was er da wieder gemacht hat. Der macht immer alles falsch. Was hat er nun davon? Er kann echt nichts richtig machen. Es stimmt, ich kann nichts richtig machen. Vielleicht braucht die Paw Patrol eine Pause von mir. Mach's gut, Paw Patrol. Marshall, hier spricht Ryder. Was hast du denn vor? Hallo, Ryder. Ich mache eine Paw Patrol-Pause. Ich vermassel den Fellfreunden all ihre Spiele. Ich möchte niemandem mehr Probleme machen. Hä? Marshall, Ende. Marshall? Da stimmt was nicht. Marshall glaubt, ihr wollt ihn nicht mehr bei euch haben. Was? Das stimmt nicht. Wir müssen ihn finden und nach Hause holen. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Ryder, ich habe Marshalls Feuerwehrwagen auf einem Waldweg entdeckt. Gut gemacht, Sky. Siehst du Marshall irgendwo? Nein, ich sehe nur seinen Wagen. Chase, fahr bitte zu Sky und versuch Marshall mit deiner Flugdrohne aufzuspüren. Ein klarer Fall für Pfotenagent Chase. Ich hab dich gefunden. Das habe ich zumindest gedacht. Flugdrohnenmonitor. Flugdrohne los. Was summt denn hier so komisch? Immer diese blöden Mücken. Gute Arbeit, Flugdrohne. Ryder, ich habe ihn gefunden. Gut gemacht, Chase. Da bist du ja, Häschenfreund. Ist das dein Zuhause? Du hast ja Kinder. Nicht, bleib hier. Alles in Ordnung bei euch? Oh nein, ihr seid gefangen. Augenblick. Ich schaff das nicht allein. Ryder, hier spricht Marshall. Ich brauche dich und die Paw Patrol und zwar schnell. Schon da, Marshall. Chase, was machst du denn hier? Alle sind auf der Suche nach dir, Marshall. Sicherungsleine einziehen. Ryder, Rubble, ihr kommt gerade rechtzeitig. Ein Baum wurde vom Blitz getroffen und ist auf einen Häschenbau gestürzt. Eins der Häschen ist in den Wald gelaufen. Die anderen sitzen unter dem Baum fest. Chase, such das entlaufene Häschen. Rubble, hol deinen Baggerlader. Marshall, der Baumstamm schwelt noch. Du weißt, was du zu tun hast. Ich kann's kaum erwarten. Wasserkanone. Gut gemacht, Marshall. Rubble, bitte heb den Baum jetzt an. Rubble, mach das rucki-zucki. Kommt her,
raus, Häschen. Euch kann nichts mehr passieren. Huh? Alles in Ordnung, Kleiner? Oh, oh. Wieso bist du denn weggelaufen, Marshall? Weil ich immer alles falsch mache. Sogar beim Volleyballspielen. Ich hab gehört, wie ihr mich alle ausgelacht habt. Nicht so. Quatsch. Wir meinten doch nicht dich, sondern den tollpatschigen Bösewicht bei Apollo, der Superfellfreund. Die Paw Patrol wäre doch ohne dich gar nicht die Paw Patrol, Marshall. Ein Hoch auf Marshall! Ihr seid die besten Fellfreunde, die es gibt. Du schuldest uns übrigens einen neuen Volleyball. Was? Das ist aber ganz schön tief. Marshall, fahr deine Leiter aus. Rocky klettert dann hoch und repariert den Ast. Und du holst unseren gefiederten Freund aus dem Nest. Leiter! Klebeband. Festhalten, kleiner Tut, ich komme! Hey! Nichts passiert. Was ist das denn? Ich fall doch sonst immer die Leiter runter. Danke, Glückshalsband. Chase, bring bitte deine Seilrutsche her für den Fall, dass Marshall und Rocky Hilfe brauchen. Das ist ein Fall für Chase. Wuff, wuff, wuff. Halt dich gut fest. Wir müssen den Ast abstützen. Sofort. Ja, mach ich. Oh, langsam, Marshall. Ich sehe den schaukelnden Ast schon runtersausen. Ist schon gut, Captain. Mit dem Glückshalsband kann uns nichts passieren. Greifer. Perfekt. Bin doch schon da. Sehr gut, Rocky. Auf dem Ast kann euch jetzt nichts mehr passieren. Ja, mein Glückshalsband macht das. Das beschützt mich nämlich. Danke, dass du dich so beeilt hast, Chase. Wir müssen vorbereitet sein, falls Marshall und Toot runterfallen. Verstehe, alles klar. Wuff, wuff. Wuff. Seilrutsche. Mächtig mutiges Manöver, Marshall. Danke, Captain Toll. Chase, jetzt. Wuff. Seilrutsche rein. Wow, wie gut, dass der Ast dort lag. Das war mein Glückshalsband. Was? Was? Okay, Marshall, kannst du zu uns zurückkommen? Oh, der Ast ist weg. Bleibt mir nur der lange Weg. Zuma, komm mit deinem Luftkissenboot her. Es könnte sein, dass Marshall deine Hilfe braucht. Dann mal ab ins Wasser. Ich verarzte dich in der Zentrale. Oh, mein Halsband! Moment! Ich hole es! Marshall, nicht! Das ist zu gefährlich! Ich krieg das schon hin! Ist doch nur... Oh. Cool! Das Halsband bringt mir sogar Glück, wenn ich es nicht umhabe. Super, Rocky. Vielen Dank. So, Marshall, wir ziehen euch rauf. Chase? Seit wann bist du denn hier? Ich bin schon ganz lange hier. War das wieder dein Glückshalsband? Nein.
Weißt du, ich glaube, ich habe so viel Glück, weil ich so tolle Freunde habe. Ryder, danke, dass du mir geholfen hast, den kleinen Toot zu retten und dass du mich gerettet hast. Du kennst ja unseren Spruch. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Na, noch einen leckeren Kuchen? Das habt ihr euch verdient. Guten Appetit, ihr seid die allerbesten Rettungshunde. Dank, edle Ritter, dass ihr die Burg wieder aufgebaut habt. Jetzt kann das Ritterspiel beginnen. Geht es dir wirklich gut, Chase? Du klingst ziemlich kratzig. Nein, ich bin doch keine Katze. Bekommst du etwa einen Hundeschnupfen? Marshall, sieh dir das bitte mal an. Toll, 2 Patienten an einem Tag. Oh, oh, du hast Fieber. Huste mal. Chase, du hast dich erkältet und verlierst deine Stimme. Das Ritterspiel fällt für dich aus. Aber... Du brauchst Ruhe und musst viel trinken. Aber... Mein Hauptdarsteller, ich meine Aufführung, das Ritterspiel. Was ist denn ein Stück mit König Arthur ohne König Arthur? Vielleicht kann ja einer der anderen für Chase einspringen. Aber... Wunderbare Idee. Marshall? Hä? Du kannst das Ritterspiel noch retten. Aber... Du kennst den ganzen Text. Und du bist der Einzige, dem die Krone auch passt. Aber ich kann nur ein Ritter spielen. Chase sagt, du hast ihm beim Textlernen geholfen. Oh, bitte, Marshall. Du schaffst das bestimmt. Ja, für mich. Chase, geh lieber nach Hause und ruh dich aus. Katie wird sich um dich kümmern. Aber... Ich kann nicht mal zugucken. Keine Sorge, Chase. Ryder hat schon einen Plan. Willkommen zur Aufführung. Hallo, Chase. Ryder? Wir dachten uns, du würdest das Ritterspiel gern sehen. Ohne weitere Vorreden präsentiere ich Ihnen König Arthur und die Ritter der Fellfreundrunde. Es war einmal eine Runde tapferer Ritter. Ich bin Sir Schaufelhand. Wuff. Ich bin Sir Taucherboot. Ich bin Sir Floh im Fell. Oh, ja. Das ist die richtige Stelle. Ich bin Lady Flieglinde. Der Anführer dieser Ritter war der tapferste Ritter im ganzen Land. Der tapferste Ritter im ganzen Land. Marshall, was hast du denn? Ich kann das nicht. Ich kann mich an kein einziges Wort erinnern. Die Zuschauer, alle starren mich so an. Keine Panik. Ich helfe dir. Also gut. Und ich bin Arthur. Und ich bin artig. Oh nein. Ich meine, ich bin Arthur. Was sehe ich? Der Thron der Prinzessin ist leer. Was sehe ich? Der Thron der Prinzessin ist schwer. Ich meine, er ist leer. Er ist leer. Wer wird die holde Prinzessin retten? Du schaffst das schon. Fürchtet euch nicht, Prinzessin. Arthur und die tapferen Ritter der Fellfreundrunde werden euch retten. Seht nur, ein Knochen. Er sieht gar köstlich aus. Wer es schafft, ihn zu ziehen aus dem Stein, wird unser neuer König sein. Hört die Prinzessin. Fürchtet euch nicht, holde Prinzessin. Ihr seid frei, holde Prinzessin.
Bravo! Du warst toll, Marshall. Ihr wart alle toll. Was seid ihr doch für brave Hunde. Kopf hoch, bitte. Hoch, lebe König Arthur! Hoch, lebe König Arthur! Oh, es leuchtet. Ich glaube, das ist ein Spielzeug. Oh, ist das süß. Marshall, Sky, wo seid ihr? Zeit fürs Bett. Tut uns leid, Ryder. Wir sind unterwegs. Aha, wir kommen. Vielleicht sollte ich es mitnehmen. Weißt du, nur so zum Aufbewahren. Hab ich recht, mein Kleiner? Freunde, wir müssen den Aliens sagen, dass wir ihr verlorenes Spielzeug haben. Aber wir bekommen keinen Funkkontakt zu ihnen. Hey, das Alien sieht genauso aus wie Bauer Alfred. Bauer Alfred, ist es okay, wenn wir ein riesengroßes Bild auf ihrer Weide machen? Eins, das man aus dem All erkennen kann. Na klar, ich mach gern mit bei einer intergalaktischen Spielzeugrettung. Hier geht's lang, ihr Weltraumhunde. Wir machen das Bild genau hier, Zuma. Ja, verstanden, Ryder. Dann geht es jetzt los. Okay, Zuma. Weiter herumkurven. Etwas weiter links. Sieht gut aus. Perfekt. Jetzt noch die Augen. Drei Augen kommen sofort. Gut. Das sind eins, zwei, drei und vier. Weg hier, Lämmchen. Bitte. Klasse. Okay, Zuma. Jetzt noch die Antenne, dann ist es perfekt. Bisher noch keine Spur von ihnen. Beeil dich, Zuma. Wir müssen fertig sein, ehe die Aliens aufgeben und wieder nach Hause fliegen. Eine leicht verbogene Antenne. Fertig. Hast du toll gemacht, Zuma. Und gerade noch rechtzeitig, da kommen nämlich die Aliens. Okay, Marshall. Jetzt leg das Spielzeug in die Mitte des großen Bildes. Anscheinend haben die Aliens unser Bild gesehen. Unser Plan funktioniert. Marshall, leg das Spielzeug hin und komm wieder her. Ich werde dich auch vermissen, Herr Quietschibitschi. Marshall, mach schon. Oh, oh. Hilfe! Oh nein, wir müssen Marshall aus der Blase befreien, sonst fliegt er mit den Aliens zu ihrem Planeten. Robohund, bring den Air Patroller so schnell wie möglich zu Bauer Alfred. Chase, komm schnell zu Bauer Alfred. Wir brauchen dein Auffangnetz. Das ist ein Fall für Chase. Sky, flieg bitte rauf zum Air Patroller und hol deine Turbodüsenflügel. Beeil dich. Bin dabei. Ruff, ruff, Flügel. Wow, nicht schlecht, Sky. Los, zieh deinen Fliegeranzug an und bring die Blase zum Platzen. Keine Sorge, Herr Quietschibitschi, es wird alles gut. Da bin ich. Was ist los? Marshall ist da oben. Ich fange ihn auf. Halt dich bereit, Marshall. Halt durch, Marshall. Leicht gesagt. Oh, er ist da drüben. Nein, da drüben. Moment, da drüben. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wuff, Netz. Toll gemacht, du hast es geschafft. Gut davon, Chase. Das war echt klasse. Super gemacht. Ich weiß, es war nicht leicht, das Spielzeug herzugeben. Aber du hast ein kleines Weltraum-Alien sehr glücklich gemacht. Wow! Captain Tollpatsch, können Sie die Alien-Nachricht übersetzen? Ich bin ziemlich sicher, Piep Piep heißt Danke. Und das heißt, gern geschehen. Hier kommt der Rocky-Kopfball mit Schraube. Juhu!
Ja. Hut ab. Und du, Marshall? Okay. Hier kommt der berühmte Dalmatiner-Korbleger. Vorsicht! Pass doch auf, du dämlicher Dackel! Entschuldigung, Bürgermeister Hamdinger. Oh, und ich bin ein Dalmatiner. Entschuldigen Sie, wir haben gerade Basketball geübt. Ist alles in Ordnung? Es war eine unangenehme Sitzung, das ist alles. Unangenehme Sitzung? Na ja, das kennen Sie doch als Bürgermeister. Der war gut. Witzig, nun ja, wenn Ihre Fellfreunde eine Lehrstunde brauchen. Die ungeschlagene Foggy Bottom Basketballmannschaft steht zur Verfügung. Ha, wenn Ihre Basketballmannschaft gegen unsere Basketballmannschaft spielt, ist Ihre Siegesserie vorbei. Ach, wirklich? Die Foggy Bottom Korbjäger sind immer bereit für ein Spielchen. Bringen Sie Ihre Korbjäger ruhig her, Bürgermeister. Wir werden ja sehen, welche Mannschaft die bessere ist. Abgemacht! Oh, oh. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, meine Mannschaft muss sich auf dieses lächerliche Spiel vorbereiten. Frau Bürgermeisterin, haben Sie nicht etwas vergessen? Was soll ich vergessen haben? Dass Adventure Bay gar keine Basketballmannschaft hat? Haben wir nicht? Das ist doch eine Katastrophe. Wie sollen wir Foggy Bottom beim Basketball besiegen, wenn wir nicht mal eine Mannschaft haben? Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Fellfreunde. Wir haben ein Riesenproblem in Adventure Bay. Ein Basketballproblem. Bürgermeisterin Goodway braucht eine Mannschaft, die morgen gegen die von Foggy Bottom antreten kann. Ja, Bürgermeister Hamdinger hält seine Mannschaft für unbesiegbar. Wir werden unser Bestes geben. Ha! Alle mal herhören. Ich erwarte ein faires Spiel und wahren Sportsgeist. Ja. Verflixt doch mal. Weiter so. Lauf, Ryder. Ja, mach weiter so. Ja. Meiner! Pass! Du weißt ja, was zu tun ist. Klares Foul von Foggy Bottom durch gemeines Beinstellen. Oh nein! Marshall, Zuma und Rocky brauchen sofort einen Sanitäterhund. Ich bin schon da, Ryder! Röntgengerät! Nichts gebrochen. Es ist nur verstaut. Danke, Marshall. Bandage! Oh, es ist schon viel besser, Marshall. Danke. Gern geschehen, Rocky. Und jetzt müssen wir deinen Schwanz kühlen, Zuma, damit die Schwellung zurückgeht. Klasse! Teilweise. Marshall, willst du mitspielen? Was? Ich? Wir brauchen dich, denn sonst haben wir nicht genug Spieler. Ryder, weißt du, ich bin etwas ungeschickt mit dem Ball. Aber wir möchten, dass du mitspielst, Marshall. Ja, uns ist egal, wie gut du spielst. Du gehörst doch zur Mannschaft. Kein Spiel ist zu groß, kein Hund zu klein. Marshall! 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 Also gut. Ich versuch's. Los, Korbjäger! Marshall! Fellfreunde, ich habe einen Korb geworfen mit mir selbst. Gut gemacht, Marshall. Dich haben wir gewonnen. Was für eine Mannschaft. Was für ein Spiel. Wir haben gegen ein paar Hunde verloren. Was für eine Mannschaft, ja. Wenn Sie mal wieder eine Mannschaft brauchen, geben Sie einfach nur laut. Und was soll ich tun? Wir müssen einen Weg finden, die Äpfel möglichst schnell in die Scheune zu bekommen. Mal sehen, ob ich was ausbuddeln kann.
Was kann ich tun? Sieh nach, wo Hilfe gebraucht wird und spring ein, Chase. Ich könnte die Äpfel in die Scheune bringen. Lass nur, ich mach das schon. Oder auch nicht. Lass uns den Großen nehmen. Okay. Hey, Sky, braucht ihr beide vielleicht... Hilfe! Ich bin hier nur im Weg. Vielleicht kann ich mich woanders nützlich machen. Eine alte Dachrinne. Perfekt. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Wuff. Hier kommt Rubble, Rucki Zucki. Die Paw Patrol ist einsatzbereit. Zum Kürbisrollen. Ich muss doch irgendwie helfen können. Marshall, die Kürbisse! Nein! Marshall, pass auf! Oh, oh. Marshall, alles in Ordnung? Nichts passiert. Orange steht dir gut. Oh nein, das ist ja das reinste Chaos. Fellnasen, so schaffen wir es nicht, die Ernte einzubringen. Wir haben uns im Weg gestanden. Chase, jetzt weiß ich, was du tun kannst. Wie kann ich helfen? Ganz einfach, wir brauchen dich hier, um den Verkehr zu regeln. Ja, Chase wäre ein toller Verkehrspolizist. Denn, naja, er ist der Polizist. Worauf warten wir noch? Paw Patrol, an die Arbeit! Rockys Obstrutsche ist einsatzbereit! Versuch's mal, Ryder! Nicht verschwenden, wiederverwenden! Weiter so, Leute! Rocky, unterstütze Rubble mit deinem Fahrzeug! Klasse! Rubble, ab zur Scheune! Jetzt bist du dran, Rocky! Zuma und Sky, Kürbisse bereit machen. Los, Zuma. Linke Kürbisrollbahn, los. Verstanden. Rechte Kürbisrollbahn ab. Rollt. Oh ja. Aha. Nenne ich Ernten. Wuhu! Es beginnt zu schneien. Wir müssen die Kürbisse schnell reinbringen. Ich weiß, wie wir die Kürbisse schnell in die Scheune bekommen. Ein Kürbisrollwettbewerb. Los, Chase, ruf die anderen. Kürbisrollwettbewerb. Rollt sie in die Scheune, Fellfreunde. Gewonnen! Nichts passiert! Los, 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 los! Das ist der letzte Kürbis. Das war's, Fellfreunde. Ihr habt's geschafft. Wir alle zusammen. Gerade rechtzeitig. Denn jetzt beginnt es richtig zu schneien. Ryder, du und deine Fellfreunde waren meine Rettung. Das Herbstfest kann nun doch stattfinden. Gern geschehen, liebe Yumi. Wenn du uns brauchst, sind wir zur Stelle. Hiermit erkläre ich das große Herbstfest von Adventure Bay für eröffnet. Ihr Kleinen seid ganz groß. Was wären wir ohne euch los? Jetzt ist die Spielenzeit, kein Notfall weit und breit. Pa-p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 a